Brennende Autos, Flaschen und Steinwürfe auf Polizisten. Erneut randalierten pro-palästinensische Krawallmacher im Berliner Stadtteil Neukölln in der letzten Nacht. Trotz Demonstrationsverboten hatten einige Vereine und auch Clangrößen zu diesen Protesten aufgerufen. Naja, und die Polizei musste dann mit Wasserwerfern anrücken. Einige Beamte wurden bei Auseinandersetzungen gar zum Teil schwer verletzt. Es gab auch mehrere Festnahmen. Fanny Michaelis. Lasst uns Neukölln zu Gaza machen, so ein Aufruf am Abend in den sozialen Medien. Berlin-Neukölln wird auch in dieser Nacht Schauplatz wüster Krawalle. Palästina und Hamas-Sympathisanten verwüsten wahllos Baustellen, errichten Barrikaden, die sie später anzünden. Weltreporter Gerrit Sebald ist mittendrin. Immer wieder knallt es, es sind Steine geflogen. Wir hören auch jetzt wieder Böller. Wir sehen die Polizei auch hier oben. Wir können mal hochfilmen. Vielleicht sieht es der Kollege, die hier eine Wohnung durchsuchen. Vermutlich sind von dort oben auch Böller geschmissen. Oder vielleicht hat es gebrannt, weil Böller oben gelandet sind. Ein weiteres eskalierendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Polizei und den Randalierern. Nicht nur Hamas-Anhänger, sondern auch Linksradikale und jugendliche Schaulustige mischen mit, werfen Steine, Böller, Flaschen. Mehrere Polizisten werden verletzt. So ginge es nicht weiter, kritisiert Jochen Kupelke von der Gewerkschaft der Polizei. Wir brauchen schnelle Gerichtsverfahren und Urteile gegen die Krawallmacher. Dass der Schutz Israels Staatsräson ist, sind gute Worte. Aber dann darf es auch keine Diskussion darüber geben, dass die Polizei zu hart durchgreift. Denn sie greift ziemlich hart durch. Und dennoch wird in radikalen pro-palästinensischen Gruppen weiter aufgerufen, sich auch in den kommenden Tagen zu versammeln, deutschlandweit. Nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin schreibt Außenministerin Annalena Baerbock auf X, ehemals Twitter: Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland Angst haben müssen, dass Davidsterne an Häuser gemalt werden und Feuer auf Synagogen geworfen wird. Wir stellen uns dem mit aller Kraft des Staates und unserer Gesellschaft entgegen. Nie wieder ist jetzt. Doch die Lage bleibt deutschlandweit angespannt. Alle Sicherheitsvorkehrungen sind weiter hoch. So, schauen in den Deutschen Bundestag zu Marco Reinke. Marco, antisemitische Ausschreitungen, Angriffe auf eine Synagoge, das Holocaust-Mahnmal, die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Wo ist eigentlich momentan die Bundesinnenministerin? Ja, die hat sich zumindest gestern in einem 260 Zeichen langen Tweet zu den Angriffen auf eine Synagoge geäußert. Mehr hat es dazu aber auch nicht gegeben. In diesem Tweet hat sie das Ganze noch einmal verurteilt. Aber selbst die Koalitionspartner von Grüne und FDP, die sagen mittlerweile hinter vorgehaltener Hand, Entschuldigung, dass Nancy Faeser doch sehr abgetaucht ist und dass sie nicht genug für die Sicherheit in Deutschland tun würde. Also da mittlerweile auch Unmut bei den eigenen Koalitionspartnern. Und von der Union hat man das ja eben auch schon seit Tagen gehört, dass Nancy Faeser in diesen Fällen überhaupt nicht sichtbar ist und am Ende auch nicht durchgreifen würde. Aus dem Bundesinnenministerium hatte es gestern noch geheißen, naja, am Dienstag sei sie halt unterwegs gewesen, da sei sie in den Fraktionssitzungen gewesen und dann eben noch bei einem Termin in Hessen und dann abends wieder zurück nach Berlin gekommen. Aber trotzdem öffentlich sichtbar ist die Innenministerin am Ende nicht so wirklich gewesen. Und wenn, dann hat sie mal kurz in Interviews sich zu diesem Thema geäußert. Aber wirklich Handlungen hat man zuletzt wenig bekommen. Und die Opposition, die kritisiert jetzt auch, dass beispielsweise das Verbot des Hamidun-Netzwerkes, das ja hinter diesen massiven Mobilisierungen stecken soll, dass da eben auch noch das Verbot weiter auf sich warten lässt, obwohl man das eigentlich viel schneller umsetzen könnte. Marco, nun haben wir natürlich weiterhin auch die Debatte, wie umgehen mit diesen Leuten, die also hier immer wieder für Randale, für Krawall sorgen, Polizisten angreifen und verletzen. Und dann kommt immer wieder schnell die Forderung Abschiebung. Das wäre das Mittel der Wahl. Das klingt erstmal ziemlich einfach, ist es aber ja in der Praxis nicht, oder? Nein, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen, denn zum einen sind das natürlich auch Menschen, die teilweise in Deutschland geboren sind. Gleichzeitig hat man aber das Problem, wenn Menschen keinen deutschen Pass haben und eben in Deutschland randalieren, dann stellt sich schnell die Frage, woher kommen die eigentlich und nehmen die Staaten sie denn am Ende zurück? Das ist ja das altbekannte Problem bei dem Thema Abschiebungen, das Deutschland schon seit langer Zeit hat. Und gerade wenn wir mal
auf Palästinenser schauen, die beispielsweise aus dem Gazastreifen nach Deutschland fliehen, da ist eigentlich eine Abschiebung am Ende nahezu ausgeschlossen, weil die in Deutschland als staatenlos gelten, denn ein Staat Palästina erkennt Deutschland nicht an. Damit haben sie eigentlich keine Staatsangehörigkeit und können am Ende auch nicht abgeschoben werden. Also von daher, die Forderung, die klingt zwar erst einmal relativ praktikabel, ist sie eigentlich gar nicht. Die Opposition hat dann noch einmal kritisiert, dass man eben auch da noch einmal etwas an der Rechtslage verändern muss. Also noch einige offene Fragen. Trotzdem, das Problem bleibt die immer wieder eskalierende Situation hier, vor allem bei uns in der Hauptstadt. Marco, danke schön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.